Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Und ja, wir haben vor heute mal, beziehungsweise wir gehen jetzt erstmal irgendwo pennen. Wo waren das nochmal? Hier war es nicht, da sind wir auch nicht mehr erwünscht. Es wird ja auch langsam dunkel, wir müssen aber auch einen Ork finden, den wir schlachten dürfen und dessen Waffe an uns reißen. Genau hier war die Taverne, ne, nicht Taverne, eine Schenke ist das auch nicht, aber wo wir pennen können. So, pennen wir mal hier. Bis zum nächsten Morgen. So, und runter mit uns. So, die Frage ist jetzt, wo könnte der Ork sein? Und wie viel haben wir jetzt? 2050 haben wir an Erfahrungspunkte, die wir dann zu Lernpunkten verarbeiten dürfen. Also, da fehlen uns noch ein paar Lernpunkte. Wir haben ja 0 momentan wieder. Wir müssen noch ein bisschen an Stärke gehen. Ich glaube, hier war vielleicht irgendwo der Ork. Ja? Kommt? Ja? So. Ja, ich könnte von euch die Hilfe gebrauchen, ja? Ein Mistvieh weniger. Das war's mit dir, du Mistvieh. So, nice. Danke für die Hilfe. So, jetzt brauchen wir auch wieder was zu futtern. Dann suchen wir mal den Ork, der hier vielleicht irgendwo rumgeistern soll. Der hier vor der Stadt gesehen wurde. Blauflieder nehmen wir mit. Da sind wieder 2 Ratten. Na, ich stecke hier fest gerade. Ah, da oben sind die Ratten. Auch noch. Die sind jetzt aber nicht alle hinter mir her, oder? Von den Ratten. Einer wird schon reichen. Komm! So. Dann die nächste Ratte hier oben. Da. Oh, Fleischwanzen, nice. So, ne, nicht die Fleischwanze, ich will die Riesenratte. Kann ich die überhaupt treffen? Komm. Ja, ein Treffer. Nice. Nice. So. Ja, komm. Nice. Ah, Fleischwand. Kann ich auch noch looten. Nichts zu plündern. Wo war die andere? Da. So. Dann das gebratene Fleisch können wir jetzt eben essen. Dann unten die nächsten 2 Ratten. So, wie viel haben wir jetzt? 21,40. Oh, und da sind Maurats. Nice. Ich hoffe, gegen die kommen wir auch an. Aber ich glaube, wir müssen hier rum. So. Komm. Und die nächste. So, komm. Nice. Die Erfahrungspunkte wollen wir auf jeden Fall alle mitnehmen.
Oh, Heilpflanzen. Auch sehr wichtig. Pfeile. Und eine rostige Axt. So, dann wieder was. Futtern. Wanzenfleisch. Wanzenfleisch fressen wir erstmal nicht. So, hier speichern. Und dann jagen wir mal die Mole Rats. Ah, gehen sogar beide gleichzeitig auf mich los. Okay, der eine wartet aber. Yo. Okay, aber wenigstens 100 Erfahrungspunkte durch beide gesammelt. Jetzt müssen wir wieder was futtern. So. Hier ist auch noch eine Höhle. Oh, da oben. Jo, komm. So, ich will die Ratte. Genau. Und da oben die Pfeile. Kann ich die jetzt irgendwie... So. Da war ja noch eins irgendwo. Fangen wir mal. So, nochmal so. Und die nehmen wir alle ja mit. Ah, oh, leichte. Was? Leichte Ork-Axt. Reicht das als Beweis? Wir haben zwar keinen Ork erledigt, aber... Oh, läuft wieder. Aber es ist eine Ork-Waffe. Können wir ihn anlügen? Hier, Hador oder wie der jetzt heißt. Und sagen, hier, wir haben Ork erledigt. Das ist seine Axt. Noch eine Heilpflanze. Probieren wir es mal aus. Oh, cool wäre das. Dann hätten wir das ein bisschen erschummelt, aber... Ich glaube da nicht dran. Okay, die Aussage war jetzt super. Hier, ich glaube ja nicht dran. Ach, erzähl mir nicht so. Das ist ja schrecklich. Irgendwer muss die Arbeit machen. Das ist ja schrecklich. Also, nee, nicht ihn anvisieren. Das ist ja hier. Schrecklich. Worum soll ich Sarah. Denn? Ah, da bist du ja wieder. Ja, zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, die hat ja Waffen. Das ist doch kein Geheimnis. Irgendwer muss die so, was können wir ihr andrehen? Tunschlüssel. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Dietriche. Wirklich? Haben wir das jetzt ist doch nicht? Kein Geheimnis mehr. Ich habe was anderes. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Komm, wir können das da verkaufen. Und hier den Dolch. Sowie die rostige Axt. Was können wir dann von ihr dann stattdessen nehmen? Das brauchen wir, können wir nicht. Ich glaube da nicht dran. Wolfsmesser, Schaden 30, aber. Kampfstab. Das ist mal wieder typisch. So, Degen. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Da gibt 40. Das würde ich haben wollen, den Wolfszahn. Was du nicht sagst. Aber wie viel Das war's doch inzwischen. Wie viel habe ich? Stärke 30, also könnten wir den doch schon nehmen. Ah, da bist du ja wieder. Das ist ja schon. Zeig mir deine Ware. So, warte mal. Wie viel? Ah, 550, den können wir uns ja nicht mal leisten. Dann egal. Gehen wir jetzt erstmal zu Hada. Das habe ich schon immer gesagt. Und schauen uns mal an, was passiert, wenn wir ihm die Ork-Axt da geben. Genau, hier durch die Tür, durch das Tor.
Da ist er. Hey, du. Ich habe die Ork-Waffe, die du wolltest. Zeig her. Es ist lange her, dass ich eine solche Waffe in den Händen hatte. Damals war ich Soldat im Ork-Krieg. Das waren harte Zeiten, das kann ich dir sagen. Hätte dir nicht zugetraut, dass du es schaffst. Ich bin beeindruckt. Wann kann ich bei dir als Lehrling anfangen? Einen Mann, der einen Ork besiegen kann, können wir hier gut gebrauchen. Wenn es nach mir geht, kannst du direkt bei mir anfangen. Was die anderen Meister betrifft, der gute alte Torben will einfach nur, dass du dir den Segen der Götter holst. Ich halte das für eine gute Sache. Bosper hat versucht, mir die Sache mit dir auszureden. Er will dich wohl selber als Lehrling haben. Ich hatte eine kurze, aber heftige Unterhaltung mit ihm über dieses Thema. Mhm. Am Ende hat er zugestimmt. Konstantino ist wie immer alles egal. Er sagt, seinetwegen sollst du anfangen, wo du willst. Und Matteo sagt, du hast ihm sein Gold wiedergebracht. Scheinst mir ein ehrlicher Junge zu sein. Damit hast du die Zustimmung von 4 Meistern. Das reicht aus, um als Lehrling aufgenommen zu werden. Ah, nice. Bist du bereit, deine Lehre bei mir zu beginnen? Komm, wir fangen bei ihm an. Ich bin dabei. Gut. Ich werde dir beibringen, wie man ein ordentliches Schwert schmiedet. Außerdem wird es mal Zeit, dass du etwas stärker wirst. Du fällst mir ja noch vom Fleisch. Lass mir meine Aufgaben auslenken. Bring mir bei, wie man ein ordentliches Schwert will stärker werden. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Was sind meine Aufgaben als Lehrling? 3-mal darfst du raten. Schmieden, schmieden und schmieden? Bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ich bezahle haben wir pro vergessen. Klinge. Wenn du nicht arbeitest, gibt's auch kein Geld. So einfach ist das. Außerdem werde ich dir alles beibringen, was du wissen musst, um einfache Schwerter herzustellen. Die Herstellung von Erzklingen ist nur etwas für einen erfahrenen Schmied. Davon bist du noch weit entfernt. Wenn du einen Platz zum Schlafen brauchst, kannst du bei mir im Haus pennen. Soweit alles klar? Jo, alles klar. Bring mir bei, wie man ein ordentliches Schwert schmiedet. Bring mir bei, wie ich ein ordentliches Schwert schmieden kann. Schmieden lernen kosten 2... Wir können das noch nicht. Okay, ich will stärker werden? Ich will stärker werden. Geht auch nicht, okay. Komm wieder, wenn du mehr lernen willst. Habe ich noch die Ork-Waffe? Nee. Ich habe auch keine Lernpunkte gerade. Ah, da fehlen mir noch 150 Punkte. Ja, okay. Wir müssen irgendwie an die 150 Punkte kommen. Wie machen wir das? Wo, wir haben hier noch ein paar Quests. Aufnahme bei der Information für Gavel. Gavel will Informationen über die Orks und er will wissen, warum die Paladine in der Stadt sind. Die Vermissten. Elfrich, der Tischlehrling von Torben, ist verschwunden. Gavel beschwert sich über seinen Arbeiter, Monty. Monty ist eines Tages nicht mehr zur Arbeit erschienen und macht sich seitdem angeblich ein schönes Leben bei den Bauern. William, einer der Fischer des Hafens von Corinus, gehört zu den Vermissten. Das sind schon mal 3 Personen. Bospas Bogen müssen wir noch finden. Bosper wurde einen Bogen gestohlen. Der Dieb ist zum Hafen gerannt, aber dort ist er entwischt. Die Miliz hat das Hafenviertel durchsucht, aber nichts gefunden. Obwohl der Bogen noch irgendwo in der Stadt ist. Wo sind die vermissten Leute? Der Fischer Farim scheint etwas über den Verbleib seines Freundes William zu wissen. Farim hat seine Hütte in der Nähe des Proviantlagers der Paladine. Der Fischer Farim beklagt den Verlust seines Kumpels William. Farim sagt, dass sie William öfter mit irgendwelchen Halsabschneiden in einer Bucht nördlich des Hafens getroffen hat. Der Mann mit der Augenklappe, Ring des Wassers und die Wassermagier, das Auge Innos. Das heißt, wir müssten einmal in den Puff, da ist ja irgendjemand. Dann speichern wir erstmal hier drinne. Dann gehen wir hier mal rein. Das weiß doch inzwischen jeder. Dann suchen wir mal
Ich werde mich da nicht einmischen. Hier geht's hoch, okay. Hast du das selbst erlebt? Mir brauchst du das nicht zu sagen. Vanya und Peck. Okay. Das interessiert mich nicht. Schön, dass die Türen hier alle offen sind, dass man von unten alles zusehen und zuhören kann. Das habe ich schon immer gesagt. Ist der eine Dude nicht hier? Das war keine große Sache. Peck ist ja nicht derjenige, den wir suchen. Gibt es hier unten noch eine Tür, die ich übersehen habe? Ja, tatsächlich. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Sonja? Sprich mit Bromor, wenn du Spaß haben willst. Er erzählt alles weiter. Okay, Nadja? Das war keine große Sache. Hey, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern, Süßer. Sprich mit Bromor, wenn du dich amüsieren willst. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen über die verschwundenen Leute. Ich könnte dir einiges erzählen, aber nicht hier, Süßer. Dann lass uns nach oben gehen. Gut. Aber vorher regelst du das mit Brumor. Ich will keinen Ärger. Okay. Da kriegen wir Infos. Dann speichere ich lieber erstmal. So. Quatschen wir mal mit Brumor. Gehört dir der Laden hier? Gehört dir der Laden hier? Ich bin Brumor. Das hier ist mein Haus und das sind meine Mädels. Ich mag meine Mädels. Und wenn du meine Mädels auch magst, dann bezahlst du dafür 50 Goldstücke und komm nicht auf die Idee, hier Ärger zu machen. Ich hab für so etwas keine. Ja, komm, ich will mich amüsieren. Sind deine Mädchen noch vollzählig? Selbstverständlich. Oder glaubst du, ich will wegen sowas im Knast landen? Nicht volljährig. Ich meine vollzählig. Ist dir mal ein Mädchen abhanden gekommen? Ach so, ja. Tatsächlich ist eins meiner Mädchen weg. Lucia ist ihr Name. Ich habe es auch schon der Miliz gemeldet. Aber die behaupten bisher noch keine Spur von ihr gefunden zu haben. Seit wann ist Lucia nicht mehr da? Schon einige Tage. Genau weiß ich das nicht. Ich gehe davon aus, dass sie mit einem ihrer Freier durchgebrannt ist. Das Miststück hat einen Teil meiner Ersparnisse mitgehen lassen. Es war eine sehr wertvolle goldene Schale. Wenn ich sie zu fassen kriege, kann sie was erleben. Was geht dich das eigentlich an? Willst du dich jetzt amüsieren oder was? Ja, komm. Ich will mich amüsieren. Gut. Die nächsten Stunden deines Lebens wirst du so schnell nicht vergessen. Geh mit Nadja nach oben. Viel Spaß. Okay, hier Nadja. Hey, du. Lass uns hochgehen. Heute ist dein Glückstag, Süße. Gehen wir. Ja, ich lauf mal hinterher. Ach, erzähl mir nicht sowas. Ich könnte dir Sachen erzählen. Hey, wir sind schneller als sie. Obwohl wir schon langsam laufen. Ich habe für so etwas keine Zeit. So, warten wir hier einmal auf die gute Dame. Und, es wird noch viel und speichern hier auch noch einmal. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. So, welches Zimmer? Ich habe es selbst erlebt. Wir müssen ja mit ihr erstmal noch quatschen. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Ah, wir nehmen das ganz da hinten. Wo die uns dann nur hören, aber nicht sehen können. Immer wieder das Gleiche. Ich glaube da nicht dran. So. Können wir jetzt reden? Hier oben sind wir ungestört. Brumor sieht es nicht gerne, wenn wir während unserer Arbeit mit den Gästen reden, ohne dass es ihm etwas einbringt. Du willst also mehr über die verschwundenen Leute hier am Hafen erfahren, ja? Ja. Ich weiß nicht, ob ich dir eine große Hilfe sein kann, aber ich kann dir sagen, wohin Lucia verschwunden ist. Ich habe für so etwas. Okay, erzähl mir von Lucia. Niemand ist hier wirklich traurig darüber, dass sie weg ist. Warum? Ich glaube, es gibt niemanden hier, den sie nicht versucht hat auszunutzen. Sie war ein echtes Miststück. Und wohin ist, wohin ist sie verschwunden? Sie hat sich öfter mit Eldridge, dem Lehrling des Tischlers Torben, aus der Unterstadt getroffen. Ich wette mit dir, dass sie mit dem jungen Kerl durchgebrannt ist. Hm? Wo können die beiden hingegangen sein? Wo könnten die beiden hingegangen sein?
Wenn sie nicht von den Wölfen gefressen wurden, dann schätze ich, sind sie bei den Bauern untergekommen. Wo sollten sie auch sonst hin? Was weißt du sonst noch? Ich habe vieles über verschwundene Leute hier am Hafen gehört. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Geschichten Glauben schenken darf. Du solltest dich mal mit den Händlern hier unten unterhalten. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Nun, was ist mit uns beiden, Schätzchen? Immerhin hast du dafür bezahlt. Willst du dich nicht noch ein wenig amüsieren, bevor du wieder gehen musst? Ja, komm, machen wir mal. Jo. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Okay, also die hatten wenigstens noch Unterwäsche an. Also ach, erzähl mir nicht. Ich hatte jetzt erwartet, dass da vielleicht mehr zu sehen ist, was sogar zensiert werden müsste, oder dass ich das dann komplett ab 18 schalten müsste. Aber so geht das ja noch in Ordnung. So ist es ja wenig schlimm. Da muss ja zum Glück dann nichts zensiert werden. Aber okay, dann haben wir das wenigstens hinter uns, können wir aber auch speichern. Dann haben wir das einmal zumindest gesehen gehabt. So. Was du nicht sagst. Okay. Das darfst du. Dann nächste, was ich machen wollen würde. Hier, Lucia. Das Freudenmädchen Lucia ist über Nacht aus Bromos Bordell verschwunden. Ich wird vermutet, dass sie mit Torbens Tischlerlehrling Elbridge durchgebrannt ist. So. Das habe ich schon immer gesagt. Dann würde ich sagen, wir könnten mal schauen, dass wir vielleicht in Richtung Leuchtturm mal gehen und gucken, dass wir da vielleicht zurechtkommen. So, wir könnten aber auch jederzeit als Schmied hier Geld verdienen. Mit Vatra sprechen wir noch nicht jetzt. Adanos aber sah, dass nun Ordnung und Chaos ungleich waren. Wir sind zumindest jetzt Lehrling hier, also Azubi. Mein Mann, erzähl mir nicht sowas. Wirklich? Schlimme Zeit ist ja interessant. So, dann müsste es hier hochgehen. Also, beziehungsweise gehen wir erstmal hier entlang. Oh, hier haben wir einen Pilz übersehen. Und auch in Richtung Leuchtturm. Sind auf jeden Fall einige Quests, die jetzt hier fehlen. Also die wir jetzt haben, die wir noch erledigen müssen. Sind es wirklich viele Quests hier jetzt. Eine haben wir gescheitert, aber ja, das wollten wir halt so. Aber ich glaube nicht, dass Kantor so einflussreich ist, dass er uns jetzt schaden könnte. Der ist ja jetzt erstmal im Gefängnis und die Wachen, die Paladine, die hatten schon ein Problem mit ihm. Jo, da geht's auch noch tief runter. So, hier weiter geradeaus sind wir ja noch nicht hingegangen. So, und zum Leuchtturm geht's ja hier lang. Mal gucken, was... Da sind schon mal Ratten. Das sind zumindest ein paar Erfahrungspunkte, ja? Komm! So. Mitnehmen. Und hier auch nochmal mitnehmen. Und dann können wir den Käse mal fressen. Was ist denn das? Ein Scavenger. Speichern.
Orcus sind wieder da. Ja! Da ist ja noch einer. Boah, wie nice. Die Dodos sind wieder da. Hier unten sehe ich jetzt einen Wolf. Nice. Okay, jetzt haben wir immerhin so Käse nochmal fressen und hier Fleisch. Wir sind wieder aufgestiegen. Das heißt, wir könnten eigentlich mal vielleicht sogar auf Schmieden investieren jetzt. Runen erschaffen, Alchemie, Schmieden. Ja komm, wir machen Schmieden. Und danach gehen wir zum Leuchtturm. Und dann können wir auch eigentlich mal die 11 Fleisch, die wir haben, auch mal brutzeln gehen irgendwo. So. Vielleicht dann auch schon mal... Nee, ich glaube, es würde mehr Sinn machen, wenn wir jetzt erstmal Schmieden erlernen und dann ein bisschen Geld verdienen mit dem Schmieden. Wir müssen ja ein bisschen Geld verdienen. Und ich glaube nicht, dass die ganzen Gegner hier wieder respawnen. Also wahrscheinlich erst wieder zum Kapitelwechsel. Wie im ersten Teil. Aber so von sich aus glaube ich eher nicht. Ja, wir gehen jetzt erstmal 2 Schmiedepunkte hier investieren oder ein paar mehr. Beziehungsweise bei Harad können wir ja auch in Stärke investieren. So Greg. Den Greg, den mag ich irgendwie, keine Ahnung. Ich finde ihn irgendwie super. So, dann können wir jetzt mal lernen. Aber Adanos fürchtete sich vor dem Tag, an dem das Tier auf das Rennen mal von mir ja keiner hören. So, Harad. Da bist du ja wieder. Bring mir bei, wie man ein ordentliches Schwert. Bring mir bei, wie ich ein ordentliches Schwert schmieden kann. Hier. Es ist ganz einfach, Junge. Besorge dir ein Stück Rohstahl. Halte es ins Feuer, bis es glüht. Dann schlägst du am Amboss die Klinge zurecht. Deine ersten Schwerter werden keine Meisterwerke, aber alles Weitere kannst du ja noch später lernen. Okay, edles Schwert, kosten 4 Lernpunkte. Es ist ganz einfach, Junge. Besorge dir ein Stück Rohstahl. Halte es ins Feuer, bis es glüht. Dann schlägst du am Amboss die Klinge zurecht. Edles Langschwert. Können wir uns jetzt wahrscheinlich nicht leisten. So, warte mal. Schmieden gelernt. So, dann kriegen wir von ihm hier, was kann ich bei dir bekommen? Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Ja, Rohstahl. So, was kostet das? Egal, passt. So, will ich jetzt mal schmieden. Wo sind die? Hier. Das wird gerade benutzt. Ja, Harad, verpiss dich da. Will ich jetzt noch einmal wissen, wie das funktioniert. Ah, jetzt geht er da weg. Okay, bleiben wir jetzt ein bisschen länger hier ran. So, jetzt glüht das Ding. Harad, ich möchte einen Amboss.
Ich bin gerade benutzt. Harad, geh weg! So. Gewöhnlich Waffen schmieden, Erzwaffen schmieden. So. Okay, zurück. Gewöhnliche Waffen schmieden. Schwert, edles Schwert. Waffe hergestellt. Okay, nice. Ah, dafür brauche ich 50 Stärke. Womit denn? So, Harad, du... Okay, dann machen wir erstmal eine gewöhnliche Waffe. Dann kann ich ihm vielleicht meine anderen hier verkaufen. So. Ah, nein, Harad. Hä, hat er... Ne, der hat nur eine... Das ist die Ork-Axt, die er jetzt am Rücken trägt. Jetzt aber geh weg von Amboss. Ich will an den Amboss. Wenn der mir die ganze Zeit im Weg steht. Ja. Zu weit entfernt. Jetzt geh an den... Ja. Gewöhnliche Waffe. Wert. Waffe hergestellt. Das würde gehen. Dann kann ich ihm das hier verkaufen. Hey, du. Da bist du ja wieder. Hier, ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut. Gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. 250 Gold dafür. Ich brauche mehr Rohstahl. Alter, was? Was hat er jetzt genommen? Kurzschwert kann ich ihm jetzt nicht verkaufen, aber hey. Brian kann ich jetzt dort verkaufen. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte... Der hat hier gar nichts mehr, aber ich kann ihm das geben. So, das passt. Dann habe ich hier jetzt ein besseres Schwert. Boah, ich muss gucken, wo ich überall jetzt Rohstahl kriege. Denn eine Waffe, 250... Beziehungsweise wir machen das in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.